Partner von Vinio SRL präsentieren die Automotorshow. Vergrößert sind gar Mustang mit einem komplett neuen SUV, Mustang Mach-E. Er proposiert die Klion vom elektrischen Gefühl, Freiheit, Performance an den emblematischen Charakter von seinem sportswohnenden Maskelkerr auch herum zu fanden. Ausgerechnet, der Mustang soll fort an die Elektroavenue beamen. Und noch, wenn den amerikanischen Autofabrikant mit diesem Modell ein neues Terrain betritt, soll der Mustang Mach-E an SUV-Coupé-Form die amerikanische Botschaft von der Elektromobilität ankündigen. Für den Basispreis von 46.413 Euro bleiben Genen vom Muscle Car aber schon behalten. Geheimer Blick auf den neuen Mustang Mach-E. Anstatt dem blauen Ford-Logo prallt hier ein Logo von einem Pony. Und dazu ein feuchten, anhönnischen Teil am Stil von einem SUV-Coupé. Das sieht mal gar nicht so schlecht aus, das muss einem aber gefallen. Als ein kleiner Maskelkerl als eine Coupé-SUV entstanden, den aber auch viele Details an der traditionellen Linie, der Fastback, zitiert. Sein Kapo ist lang gezogen, auch stark konturiert, die hinnischte Radküste sie breit ausgestellt, an dem hinnischten Teil stechen drei breit Streifen als hinnischte Lur dafür. Neu an ungewinnt Tieren, wo die konventionellen Griffe fehlen, weil sie mit dem Fangerdruck durch Sensoren abgehen, an den Passagier soi-disant entgegensprangen, sieht schon cool aus. Guck mal an den Interieur von Mustang Mach-E. Doch vor Platz geht man Design vom noch an den Rufhellenden Firmen der Coupé auch am 3. Bei einer Länge von 4,70 m und knapp 3 m Radstand ist den Elektro-SUV natürlich viel mehr geräumig und damit auch den ersten Mustang, an dem ich noch an und dran bequem sitzen kann und Bein sowie die Kap genug Luft tun. Und mal passen 402 Liter Ladevolumen und gehen noch los, die hier nicht sitzen, umgelöst, geht das Ladevolumen bis auf 1420 Liter herab. Und noch nicht zu vergessen, als unter dem Kapo die sogenannte Megabox mit Wasserauflass, wo auch nach ein Keier bis zu 81 Liter Ladevolumen, besonders für knaschte Stiefeln, sich gut eignet. Aber auch nach ein paar Wörter über den Cockpit von Mustang Mach-E. Speziell auch ein Baudeel dürft an ein Konkurrenzmodell erinnern. Den hechförmigen Ekran. Mit genau gesagt, ein 15,5 Zoll großen Touchscreen mit einer Diagonal von 39 cm. Als Besonderes gibt es am Ekran einen manuellen Drehknopf für den Ton von der Musik zu ajustieren. Von mir aus ein guter Rot. Ich hätte diesen Teil mit seinen Infos sehr kapiert, weil doch positiv für die Feierung vom Menü schwätzt. Es gibt gut explizierte Info geliefert, an die Steuerung von der Spruch als aufmerksam, ehe sich den Handy man Mach-E koppelt. Allzudachs soll den aber während dem Fahren nicht um Ekran herumfummeln, weil den Auflenkungspotenzial sei viel zu groß. Viele Ausstellungen können ja schon vor dem Fortführen angestellt gehen oder gehen auch laut Voreigenschaft von immer demselben Chauffeur über die Wochen nicht changiert. Anstatt einem klassischen Tacho gibt es am Mach-E ein breites Display. Der schmale Digital-Tacho handelt dem typischen Mustang-Volant, weist Autonomie, Vitesse und nach ein paar anderen Infos nun. Ein Ford Premier als das Smartphone als Schlüsseltechnologie, die via Bluetooth erkennt, wenn der Chauffeur sich im Auto mitnehmen kann und so automatisch Tieren absperrt und abmischt. So gut beim Demarrieren vom Auto muss ich weder ein Smartphone noch den Schlüssel am Grab holen. Als Batterie vom elektronischen Apparat einmal idle, lässt sich der Mustang per Geheimzoll über den Zifferblatt an der B-Seile herumabmachen. Und das Auto ist also bereit, für können zu fahren. Am großen Ganzen weist sein Interieur eine gute Präsenz, als gut verschafft. Und die Produktion von Mustang Mach-E lädt an Mexiko, weil er natürlich den US-Marché abmischen soll. Für unseren Test hat Ford den Mustang Mach-E mit 350 PS zur Verfügung gestellt.
An die erste Impression über den Fuhren hat bewiesen, dass Ford an Punkt der Suspension sich viel mehr gegeben hat und hier einen aussprechbaren europäischen Kompromiss gezaubert hat. Denn an Strasse mit vielen Kehren passten sich auch gut an, er lässt sich auch mit seinem Gewicht von 2,2 Tonnen proper steuern, aber mit der Tendenz, dass sie leicht noch besser sind. Erstaunlich für mich. Trotz seinem Allradündrift konnte den so leichten Drift hinlegen. Aber die Sportlichkeit, wie bei seinem Bruder, der Muskelkerl, die kann er vergessen. Die Suspension, die ganze Federung, kann doch familienfreundlich und dafür auch Männer stramm und straff rüber. Der Mach-E basiert auch auf einer Fahrzeugarchitektur, die vom Edison-Team von Ford für rein elektrische Gefährte neu entwickelt wird. An der Basis gibt der Mach-E je nach Batterie von 198 kW 269 PS oder 216 kW 294 PS auf den Hönnesträder hochgetrieben. Und als Dualmotor auch je nach Batterie von 198 kW 269 PS und 251 kW 351 PS als 4x4 den Allradantrieb angeboten. Auch die letztgenannten mit 351 PS, die momentan stärkste Version, stehen uns zur Verfügung. Sein maximal Vitesse elektronisch aufgeregelt lädt bei 180 km/h an den Zicht von 0 auf 100 km/h auf 5,1 Sekunden. Und hat laut WLTP eine Autonomie um die 540 km. Der Mach-E liefert auch ein flottes Equilibrium zwischen Komfort und Sportlichkeit. Es gibt nämlich drei verschiedene Fahrmodusse: aktiv, zahm und temperamentvoll. Beim Modus aktiv dringt der so künstliche Klang vom Motor an Dauer und das schon bald ein V8-Klang bei temperamentvoll, was für mich nicht wichtig wäre. Auch nach einem Wort zum Verbrauch. Ich komme auf 22 kWh auf 100 km von Ford, wo ich 10,7 kWh uget. Allerdings für meine sportliche Genen und für die Konditionen auch heute beigedrungen. Für den Mach-E, um abzulösen, proposiert Ford eine Wallbox, mit der sich Zeit zu einer Haushaltssteckdose um 80% verkürzen lässt. Ein Beispiel: der Feierrad-ugetriebene Mach-E kann nur 10 Minuten unter Ablösestation seine Autonomie um 107 km herum abschrauben. Und darüber heraus stehen dem Ford-Client auch bald 2400 HPC Schnellablösestationen zur Verfügung, die von der Unity-Gesellschaft, zu der auch Ford zählt, auf den europäischen Autobahnen zur Verfügung stehen. Nur mein kleinen Tour durch Stäßlich kann ich sagen, es ist nicht an euch geholt, elektrisch unterwegs gewesen zu sein. Auf richtiger Strecke ist das Gewicht von gut 2,2 Tonnen schweren Mach-E nicht zu spüren. Er hat 40 viel mehr gehen, an den entsprechenden Kompromiss für Verhalten und Komfort gut gekriegt.